Nirgendwo. Ja. Ich weiß, das klingt verrückt, aber so war es. Ihr beide habt euch die ganze Zeit über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt und als ihr sie fesselt... Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Herzerweichend. Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischschmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Rugar. Aber Herrin, Sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein. Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt ihn und dann schickt sie zu den Fischen und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Oh mein Gott. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe mich entschieden, es zu Let's Playen. Und deswegen befinden wir uns auch schon in der zweiten Folge von Enderal. Was denn? Was bedeutet schon Zeit? Das ist ein großes Problem. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Aber was ist denn schon der Zweck? Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie es tun wollen. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Boah, das ist krass gemacht. Hast du Talent erlernt? Und das sind die Schreie sozusagen. Boah, das sieht immer übel geil aus. So, ja, bevor ich hier irgendwas mache, erst mal kurz noch was zu sagen. Ja, ist doch gut. Ich habe ein bisschen die Auflösung hochgeschraubt. Vielleicht merkt man das auch. Merkt man nämlich, interagieren Rage. Schatten des Windes. Fokus, aha. Das ist doch wahrscheinlich hier für den Krieger. Ja, ist doch gut. Und das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. In meiner Übereifrigkeit. So, Meditation. Cool. Also bisher bin ich sehr, sehr überzeugt von diesem Map. Oh. Diese Effekte. Beginnt mit den Träumen. So, wir müssen jetzt einen Weg an das
Festland finden. Oh, das sieht schon richtig geil aus hier. So, mal kurz die Auflösung checken. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das Anti-Aliasing so mal ein bisschen hochgeschraubt, heißt das. Sehr schön, ne? Und jetzt, ja, genau. So, das ist mein übelster Krieger auf Doom jetzt hier. Naja, noch nicht, aber bald. Statt ich mir klar, das hab ich gerade gemacht. Ich muss noch ein bisschen was am Audio einstellen. Die Effekte ein bisschen mal nach unten. Die Stimme oben. Irgendwie hat das jetzt nicht so viel gepackt. Die Musik, habe ich die nicht letztens noch ein bisschen leiser gestellt schon? Okay, was war H? Das sieht richtig geil gemacht aus. Das ist mein Leben. Nur wenn ihr gesättigt seid. Ja? Also sogar das, die Sättigung ist mit drinne. Ja? Arcanistenfieber. Ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall sieht es interessant aus. Mana. Euer Geist überstrapaziert ist. Euer Mana regeneriert sich zu einem kleinen Teil stetig. Durch den Verzehr von Mana-Pilzen und Alkohol etwas schneller. Alles klar, immer eine Flasche vom guten Wodka Gorbatschow mitzuschleppen. Ausdauer benötigt ihr zum Sprinten, Springen, zum Wirken von Wuchtangriffen sowie zum Blocken. Ist eure Ausdauer aufgebraucht, werden Wuchtangriffe zu normalen. Eure Ausdauer regeneriert sich beständig und von selbst. Das ist gut. Was ist das, Arcanist hier? Bestimmt eure mentale Gesundheit als Magiebegabter. Das Wirken von Zaubern, magische Tränke, Schlafen außerhalb von sicheren Lagerstätten sowie bestimmte Orte erhöhen ist. Wieso außerhalb von sicheren Lagerstätten? Was hat das mit Arcanistenfieber zu tun? Mit steigendem Fieber erleidet ihr Mali bei 100% den Tod. Also ist es hier auch teilweise sogar Survival. Das ist schon ziemlich krass gemacht. Ja, Erfahrungspunkt ist klar. Stufe 1, klar. Lernpunkte. Okay, das ist also alles etwas anders gemacht. Aha. Erinnerungspunkte. Aha. Psionik. Ja. Elementarismus. Mentalismus, Einhandkampf, Parade, also Glocke oder wie. Gauner, Einhand, Klingentänzer, Taumaturgen, Sinistroten, ach du Scheiße, Entropie. Vandalen. Ach, da Binden, Peter. Ja, ich glaube, wir machen einen auf Tank, also Hüter. Und hier haben wir Verzauberung, Handwerkskunst, Rhetorik, Schlossknacken, Taschendiebstahl und Alchemie. Das ist alles, das ist schon mal ziemlich interessant gemacht. Da merkt man auch wieder, dass es doch große, sehr große Unterschiede zu Skyrim aufweist. Oh, ein Skelett. Das war das schon mal nicht schlecht. Ein Genesungstrank. Ranzig. Ja, recht schranziges Stück, Digga.
Ja. Nein. Was war das nochmal? I. Messer. Das sieht sogar ein bisschen anders aus, ja. Spitzhacke. Zwei ranzige Gewissensträger. Verschlimmert euer Arkanistenfieber? Ach du Scheiße. Ich merke jetzt schon, wie schwer das gehen würde. Wer hat sich denn diesen Arkanisten-Scheiß einfallen? Da bin ich froh, dass ich kein Magier bin. Ich bin eigentlich immer so ein Magierspieler, aber wenn es hier Arkanistenfieber gibt, dann hallo und gute Nacht. Oh, ja, wir haben gerade ein paar Texturen erstmal nicht gelernt. Hallo. Erstmal alles angucken. Eisenerz, gleich mal abbauen. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Stellt sich der Spacko da jetzt hin und baut tatsächlich Eisenerz ab? Willst du mich rollen? Aber ist nun mal so, ja. Ohne Eisen kommst du auch nicht viel weiter im Leben. Fleischloser Verlorener. Oh, ein Eisenschwert, so sieht's aus. Sieht irgendwie ein bisschen kürzer aus. Oh, diese Tone. Das ist ja ein übelstes Kurzschwert, Junge. Sogar die Soundeffekte hören sich geiler an, ja. Das ist schon, ja, ziemlich heftig. Junge, das sieht mehr aus wie ein Brieföffner, das Ding hier. Es ist nicht viel länger als das Messer. Und das soll ein Schwert sein. Es ist nichts für den Nator. Ja, damit... ja, das benutze ich jeden Morgen nach dem Frühstück, um die Essensreste aus den Zähnen zu machen. Als Zahnseide. Das Wort Zahnseide. Oh mein Gott! Geil, du sammelst sogar schon EP und das wird hier angezeigt. Das ist richtig geil und das ist richtig gut gemacht, wie es hier angezeigt wird. So, das Leben regeneriert sich anscheinend nur sehr, sehr langsam und einfach warten können wir nicht. Auf jeden Fall realistischer gemacht. Ja, yeah, Rindfleisch. Das wollte ich schon immer mal finden, Rindfleisch. Ja, rote Leuchtesblüte. So. Kann ich das hier irgendwo braten, das Rindfleisch? Esse ich. Ein bisschen mehr Leben hier. Ja. Geil, ne? Ha, wie viel Lebensenergie haben wir überhaupt zusammen? Ah, das ist 4 Punkte, ja, dann doch echt viel. So, ab in den verlassenen Tempel. Ja, ich weiß. Immer noch leicht hüstelnd. Aber das wird schon gehen. Ich versuch's. Haben wir jetzt mein Arkanistenfieber? Immer noch 0%. Okay. Ja. Ist das ein Nebelschwamm? Das sind immer Schimmerpilze. Jetzt ins Nebelschwämme. Aha. Quicksave. Tempel von Mara. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt hier ist, aber auf jeden Fall. Anscheinend hatte das Skelett etwas dagegen.
eigentlich diese Musik gemacht? Ah ja, warte. Also wir haben jetzt... Wir haben jetzt hier einen Lernpunkt, ja? Und einen Erinnerungspunkt. Oh. Das hätte ich vielleicht auffragen sollen, als wir noch auf dieser Insel waren. Kann ich da jetzt noch meditieren? Jawohl! Geht doch. Ich muss nochmal zurück auf diese Insel, wo wir waren. Weil ich glaube, diesen Talentpunkt ausgeben muss hier. Und dann machen wir natürlich Rage. Diese Erinnerung ruft in euch das notwendige Basiswissen eines Kriegers in das Bewusstsein. Dauerhafte Effekte schaltet alle Kriegerdisziplinen frei, reduziert das Gewicht schwerer Rüstung um 10%. Talent Rage. Dieses Talent erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und wieder back to the base. So, ja, genau. Zum Glück bin ich genau da, wo ich auch vorher war. Denn das ist wichtig. Hat nämlich keinen Bock. Warte mal. Nee, warte mal. Magie. Hage. Yo. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich dann wieder irgendwo anders gespawnt werde und dann Ewigkeiten irgendwo rumspasten muss, bis ich wieder an den Ort zurückkomme. Was fehlt euch? Okay, wir haben ja noch hier diesen Lernpunkt. Und diesen Lernpunkt können wir jetzt ausgeben, um dieses Lehrlingsbuch zu lesen. So ist das Skillen hier gemacht. Essen. Ja, wir, genau, E für Essen, ja, hier unten. Ich würde mal sagen, drücke ich E, um das Buch zu essen, denn so normalerweise lernt man auf diese Art und Weise. Als ich noch in der Schule war, habe ich auch immer die Bücher genommen, ein bisschen angeknabbert und dadurch alles halt gelernt. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen, hätte vielleicht noch mal ein Messer und, also, und Gabel nehmen sollen, Besteck. Aber durch das bloße Anknabbern eines Buches reicht das eigentlich auch aus. Oh mein Gott, einfach mal um 15 Punkte erhöht. Das muss man sich mal vorstellen. Um 15 Punkte wegen so einem bescheuerten Buch. Ja, also das ist auf jeden Fall OP. Ja, was fehlt mir jetzt in diesen... Oh, hier ist ein Skelett irgendwie, aber das... Oh, Runenschlüssel. Das brauche ich wahrscheinlich. Toll. Das reicht nicht. Achso. Geil gemacht. Einfach nochmal Quick Save. Ah, oh mein Gott. Immer diese Zubats, ey. Das hatte ich doch auch im Skyrim Let's Play, oder? Weiß ich selber nicht mehr. Ja, doch, doch, ja. Da habe ich ja. diese ganzen Zubats eingeblendet. Zwergisches Tor. Ja, ich frag mich, wie die Rüstung eigentlich aussehen. Also ist klar, aussehen tun sie wahrscheinlich ähnlich wie bei Skyrim. Die meisten zumindest. Ein paar dürfen sie auch selber hinzugefügt haben, schätze ich jetzt mal. Aber zum Beispiel so eine Zwergenrüstung, ja. Das ist wahrscheinlich keine Zwergenrüstung hier, sondern irgendwas anderes. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? So, Ausdauer haben sie nicht geändert, das regeneriert sich einfach weiter. Blauer Kristall. Hier gibt's Tiberium, Leute!
Nee, das war ja cool. Oh mein Gott! Toll. Toll! Schon wieder. Wie geht das weg? Also ich würde jetzt eigentlich. Das, nee, das ist ja irgendwie cheaten, wenn ich jetzt einfach neu lade. Okay. Aber ich will es jetzt nur mal austesten. Ich speichere das. Diese 4%, die werde ich jetzt behalten, ist klar. Das ist, ist halt so. Oh mein Gott. 8%, okay. Ja, da hätte ich mich da ein bisschen beeilt und nicht so viel Scheiße gebaut. So, was habe ich denn jetzt hier? Eine alte Robe, eine toll. Rüstung 12, was habe ich denn an? 0. Oh, das ist gut. Ambrosia Fingerhut. Putz, Leute! 20%, ja. Das ist halt nur, wenn der Nator dieses Spiel spielt. Auf Risiko musste gehen. Da findest du auch das, was du suchst. Da kann ich jetzt sogar diese ranzigen Tränke nehmen, ja. Das verringert es aber, also erhöht es aber nicht. Rolle der Wohltat einfach. Heilt euch um 35 Sprünge. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so mitgenommen. Zauberbuch Erdung Rang 1. Blitze, die 7 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Absorbiert 1 Punkt Mana von Ziel. Erdung. Hört schon geil an. Weil die zerstörten Bücher kann ich eigentlich wegnehmen. Vor allen Dingen, Typ Zeug. Das ist so klar. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Siehst du, also das hat sich doch gelohnt. Ich habe zwar jetzt 8% Arkanistenfieber, aber wenn ich 20 habe, dann nehme ich diesen Ambrosia-Trank. Und zack, ist es wieder unten. Ich werde mal save. Ja, also ich werde hier natürlich jetzt nicht so gecheatet spielen und einfach irgendeinen Spielstand neu laden. Oh. Alles klar, mache ich. Nehme ich Morschbogen. Ungenießbares Bier. Das ist gut. Kann ich hier in das Wasser rein? Ohne Arkanistenfieber zu bekommen. Ja, mir fehlt diese diese Anzeige von. Ja, wie viel Luft man halt noch hat, ne? Das ist. Wäre schon nicht schlecht, aber okay. Ist halt auch dann ein bisschen realistischer. Oder so, ja. Reg ich mich nicht auf. Der Nator, der macht das. Ich warte jetzt einfach mal 2 Stunden oder so. Yay. Und wieder vielleicht. Hätte ich das gar nicht nehmen müssen, das Fleisch. Aber was jetzt? Hängemoos, ja, du kannst nicht mal. Als ob ich Hängemoos brauche. Also, ich habe auch vorgehabt, die Folgen auf 30 Minuten zu machen. Gleich von Anfang an. Die Leichen und das Licht. Sie sind fort. Hä, was für. Ach so, diese verbrannten Leichen von der Mission. Ja, nicht nur die sind fort, anscheinend auch alles andere. Ich habe ja auf ein bisschen Loot gehofft. So, raus aus dem Tempel. Ich hoffe, ich komme bald mal in die Stadt, ey. Ich will mal einen Ort haben, ja, wo ich nicht gleich drauf gehe, wenn ich irgendwo hingehe. Wegen diesem Arkanistenfieber. Und vor allem in der Stadt fühle ich mich da erstmal safe. Diese Maschine, warum wird sie so vertraut? Naja. Ja, steck dein Schwert weg. Sorry, ich bin aus Versehen draufgekommen. Ich denke mal, das haben wir doch in so einer Vision gesehen, ne? Aber was ist das? Keine Ahnung. Was ich richtig geil gemacht finde, sind diese, ja, diese Selbstgespräche, sag ich's mal. Man hört zwar nichts,
Das wäre vielleicht echt geil gewesen, wenn man das noch vertont hätte. Eisprang. Toll. Das ist ja richtig OP jetzt. Mal Eisprang. Oh, Mana-Pilz. Nehme ich jetzt einfach mal. Das verschlimmert bestimmt das Arkanisten. Oh mein Gott, was habe ich denn schon wieder dabei hier? Alter. Oh, was war das? Achso, den Scheiß. Mana-Pilz. Eisbranke. Erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft. Easy. Regeneriert Mana schneller. Aha. Arkanistenfieber habe ich da jetzt nicht bekommen. Aber wo ist denn hier Tragfähigkeit? Das man muss doch mal bei Inventar gucken, oder? 354 habe ich jetzt. Was hatte ich vorher? Da muss ich noch mal nachgucken, wenn ich dann einfach mal im Let's Play, wenn es fertig ist, gucke ich das noch mal an. Kann ich da runtergehen? Ja, dahin. Okay, dann gehe ich da jetzt noch mal lang. Bevor wir dann durch die Tür gehen. Und schauen uns mal um. Ja, hier ist gerade nicht viel Interessantes. Da ist eine Höhle. Ich will mich jetzt nur mal kurz hier umschauen. Ja, hier ist nichts. Okay, dann machen wir kurz einen Quicksave und los geht's into the Höhle. Schwert auspacken. Schwert schnappen, Hornekappen, wie sehe ich überhaupt aus? Wie so ein richtiger Stoffi. Ach, scheiß drauf. Schleichen ist was für Noobs. Da ist eine Leiche. Menschenfleisch. Aber das erhöht leider nicht das Leben. Also muss ich gerade das mitnehmen. Ein Kelch. Ja, nee, das ist auch nicht gerade viel wert. Das Ding. Ja, komm, hoch mit dir. Ich erinnere mich noch an Meeren. Hat's auch so eine ähnliche Stimme. Wurdest du von so einem Troll verfolgt? Das war gleich am Anfang. Oh, das habe ich im letzten Mal. Och! Ruhe! Ich sehe nichts. Save. Ach, scheiß drauf. Also hier ist nichts. Was haben wir dann? Bauplan Eisenschild. LOL. Ein Bauplan? Geil. Von der sieht doch schon cool aus. Eine Handmeißel. Coole. Nehme ich mit. Eine Säge. Säge ist auch was ganz wichtig. Jetzt würde ich. Oh. Das dürfte vielleicht leicht, aber auch nur ganz leicht stark sein für mich. Ah! Richtig mutig von mir hier, ne? Kann ich die eigentlich zerquetschen? Wenn ich das Ding hier wieder runterfahre? Einen Schlammelementar, alles klar. Okay, safen. Jetzt geht's rein, Junge! Och du Scheiße. LOL, das heilt sich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier oben bin ich. Warte mal. Inventar. Ja, ne? Wir haben doch hier noch. Ja, Fabriken, genau. Und ein Morscher Langbogen. Dem. In deine Fresse. Das Viech heilt sich ja.
Muss ich das irgendwie aus dem ist schon rauslocken? Warte mal, das mache ich in der 1 und dann in der 2. Hallo, hier bin ich! Warte mal, warte mal. Das ist doch übelste Idee. Jetzt runter mit dir. Wie ist die noch? Hä? Hallo? Ach komm schon, ich wollte das jetzt zerquetschen. Das Ding bewegt sich nicht wirklich, oder? Bist du dumm? Hallo? Oh mein Gott! Hallo? So macht das ein Nater, ist es verstanden, ja? Der hat Angst vor mir gehabt, deswegen hat er sich gar nicht erst gewehrt. Ich verrag nicht, was das war, ey. Das war der Bug of Doom, ey. Ich habe mich gerade so übelst easy durchgeschlängelt. Der hat einen Amethyst, das ist schon mal nicht, das ist nicht gerade schlecht. Ein Entraleer Groschen. 4 sogar. Entraleer Krustenbruch. Lol. Kleidung. Schön. Messer habe ich. Obwohl, ich kann eigentlich noch was tragen, das kann ich mit. Schuhe habe ich da auch noch nicht an, oder? Gut. Siehste, easy going. Geht's da schon raus? Dann gehe ich da jetzt mal nicht hin, sondern gehe mal zurück. Da war nämlich noch eine Tür, habe ich gesehen. Das will ich unbedingt noch sehen, was da ist. Und dann gehe ich zurück und ja, wir gehen weiter. Obwohl, warte mal. Vorher bin ich die Folge. Ja, es ist nämlich schon wieder Zeit, um die Folge zu beenden. Ja. Ich habe ja schon gesagt, was wir in der nächsten Folge alles machen werden. Und dann werden wir hoffentlich schon gleich in der nächsten, in der dritten Folge dann die Stadt sehen. Ich will die unbedingt sehen. Ich will wissen, wie das alles gemacht ist. Es wird richtig geil werden. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Denn mir macht es wirklich Spaß, das Let's Play. Und solange die Zwerge noch nicht draußen ist, wird das auch erstmal mein Solo-Let's Play werden. Neben League of Legends, was ja im Koop ist. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen.